So Leute, spontanes Video. Ich muss jetzt zum Kraftzirkel. Bin schon zu spät, aber ich mache den Zirkel mit dem Simon. Der Simon kommt eh zu spät, von daher ist es gar nicht so schlimm, wenn ich selber zu spät bin. Falls ihr den Simon nicht kennt, mit dem Simon habe ich den Bro Talk Part 1 gemacht. Könnt ihr hier angucken. Und mit dem Simon werde ich auch in ein paar Wochen, am 25.03. werde ich zu dem MMA-Kampf von Max Koga gehen. Genau, da freue ich mich schon drauf. Wir sind beide ein bisschen MMA-Fans, gucken uns auch gerne UFC-Fights an und reden darüber. Ich mache bald ein Videoformat, wo ich mit anderen Sportlern, wirklichen Sportlern, Ringern, MMA-Fighter und so weiter, das ist ein Video mit denen mache, wie ich bei denen mittrainiere in deren Sportart. Und diese ganzen Leute habe ich versucht heute zu kontaktieren. Die meisten haben auch zugesagt, voll cool. Genau, das hat halt so viel Zeit gekostet heute Morgen. Und dann hatte ich noch Russischunterricht gehabt. Da kam ich jetzt leider nicht zum Frühstücken. Jetzt gehe ich leider mit leeren Glykogenspeicher ins Training. Nicht optimal, aber muss man machen. Mache ich eigentlich sehr oft, dass ich ohne zu essen oder ohne zu frühstücken ins Training gehe. Es leuchtet über Goldketten am Stirnacken. Viele Feinde, doch ich klär Probleme mit dem Fingerschnipsen. Das sind keine Und ist natürlich klar, der Simon kommt zu spät. Hier nochmal mein Auto. Danke nochmal an Karl und Co., dass sie mir das Auto zur Verfügung gestellt haben. Aber das bringt natürlich nichts, wenn ich immer noch auf den Simon hier vor der Halle warten muss. Kannst du mir sagen, warum du eigentlich immer zu spät kommst? Du musst noch wichtige Sachen erledigen. Was denn? Aufs Klo. Ach so, okay. So, und der Simon fleißig am Aufbauen. Ja, der muss machen, Egon, mach mal. Der Simon meinte auch, der will heute viel mehr machen als ich im Zirkel. Ja. Der Simon im Zirkel noch nicht kennt, mach ich den jetzt erstmal selber, kann da mal gucken und Simon, kannst du mal bitte die Kamera halten? Ja, das war freilich, kann ich die Kamera halten. Erstmal Carsten ziehen ist ja auch, wie ist diese Übung hier auf dem Rating, die erste direkt? Eins ist, du denkst, boah, die will ich nie mehr wieder machen und zehn denkst so, die will ich unbedingt wieder machen. Zwei. Zwei? Ja, das ist natürlich nichts. Immer 10 Wiederholungen. Mhm. Und den ganzen Zirkel. Machen wir erstmal 4 Mal und gucken, wie uns das geht. Ich weiß nicht, ob es mich gerade passiert. Aber jeder, der mich kennt, und das sind natürlich die wenigsten, deshalb sage ich es jetzt mal dazu, die wissen, dass ich mich natürlich komplett um jede Übung drum flängeln werde. Schwerer Ball. Das ist auch gar nicht so anstrengend. Aber ich habe gesagt, die Sache ist, wenn ich gefilmt werde, will ich die Übung nochmal extra sauberer machen. Ja. Weil das ist natürlich noch viel anstrengender. Natürlich, du bist jetzt in der Vorbildsfunktion. Immer ass to grass bei jeder einzelnen Wiederholung. Boah, von mir aus der Perspektive guckt, sie kommt auch einfach nicht näher. Die kommt einfach nicht näher. Nicht so leiden im Gesicht. Da muss Spaß machen. Spaß, Freude, Spaß Freude. Ja. Sein. Ja, geil. Ja. Das ist echt viel. Komm mal weg. Oh ja, Weltmeister. Komm mal nochmal weg. Oh, nochmal Weltmeister geworden. Dora Nagel. Schön. Aber es ist nicht so anstrengend, Simon. Ist nicht so anstrengend. Sieht locker aus. Jetzt bist du dran. Gucken wir mal, wie der Simon sich anstrengt. Muss noch weniger Gewicht nehmen. Sind halt 60 Kilo. Aber du musst auch sagen, die Reibung vom Kasten ist halt richtig kacke. Kommt sie durch? Dann geh näher an die Wand. Ja, komm. Sehr gut. Ja, ich muss sagen, er stellt sich trotzdem schon gut an. Dafür, dass er meine Gewichte hier nimmt und lange kein Zirkel mehr gemacht hat, macht er das schon gut. Und jetzt hier Kugelstoßen. Eine Seite, 10 Mal. Okay, und Sitzball. Schön tief rein und hochspringen. Zack, genau. Sehr gut. Okay, komm. Mach weiter, komm. Hol eine Scheibe raus. Oder zwei besser. Ja, okay, 2. Ja, Leute, ist nicht so einfach, was ich alles so auf YouTube veröffentliche. Ist nicht so einfach. Jawohl, ja, richtig gut. Geil. Von 1 bis 10, wie geht's dir? 1 ist Katastrophe, 10 ist super. Boah, 1. Ja, mach's mal. 10.
nehme mir auf jeden Fall die leichte Puppe als die andere Puppe. Eins. Ah. Geil. Der Simon, ey, hat durchgezogen. Mit meinen Gewichten teilweise. Okay, wir lassen Simon in Ruhe. Trink mal was. Und laufen. Laufen, nicht liegen bleiben. Liegen bleiben ist nicht gut. Laktat wird nicht verstoffwechselt. Komm. Sehr gut. So, ich habe jetzt schon 3 Runden gemacht. Eine Runde bleibt noch übrig. Ich muss noch auf den Simon warten. Simon macht jetzt gerade seine 3. Runde. Ja, und ich sag's euch, das wird nicht einfacher mit jeder Runde. Es wird nicht einfacher. Wir machen jetzt Weltrekordversuch. Also ist ein Weltrekord, weil den Zirkel hat vorher bestimmt noch keiner gemacht. Nee, es gibt nur diesen Zirkel. Genau, jetzt ein Weltrekordversuch. Ich versuche den so schnell zu machen. Ein Timer ist da, da oder da, keine Ahnung. Stell ich irgendwo ein. Und go! Jawohl, komm. Jawohl. Komm, gleich geschafft. So, jetzt Olympia-Halbfinale. Halbfinale, jetzt durchziehen. So, hat wieder alle geschafft und jetzt Finale. Letzter Buch. Ja, jetzt kannst du chillen. So. Eins. Jawohl. Geh mal Daumen hoch. Vergesst nicht abonnieren. Like. Teilt das Video. Ja, komm, ist auch gut jetzt.